Werfen Sie schon heute einen Blick in die Zukunft der Fertigung und Logistik. Nur wer Informationen richtig einzusetzen weiß, wird in Zukunft konkurrenzfähig produzieren. ERP berührungslos bedienen und Mitarbeiter, Arbeitsvorgänge und Bauteile tracken. Am RWTH Aachen Campus ist das bereits Realität. Comarch ist hier am Campus daran beteiligt, das Internet of Production voranzutreiben. Derzeit in zwei Projekten. Zum einen die berührungslose, automatisierte Rückmeldung aus der Produktionslinie direkt in das ERP-System. Das zweite ist das Asset-Tracking innerhalb der Produktionslinie, aber auch außerbetrieblich, beispielsweise beim Transport von Karosserieteilen. Die Demonstrationsfabrik Aachen stellt die passende Umgebung dar, um Comarchs Forschung den Praxistest zu unterziehen. Hier entsteht in realer Vorserien- und Serienproduktion unter anderem das bekannte Elektroauto Ego Live, welches für großes Aufsehen in den Medien sorgt. Entsprechend zahlreich sind die Aufträge des Vier, welche zu 100% aus der freien Wirtschaft eingehen. Comarch beteiligt sich hier mit Comarch ERP und Comarch IoT als Forschungspartner. Mit einem digitalen Schatten aller relevanten Daten wird die Produktion vollständig digitalisiert über den ganzen Prozess abgebildet. Voraussagemethoden wie künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und Big Data werden damit praktisch realisiert und breit verfügbar gemacht. Der deutsche Mittelstand ist der Träger unserer Wirtschaft. Das bedeutet auch, er ist damned to success. Er muss sich mit dem Thema Digitalisierung noch intensiver und noch schneller beschäftigen, als er das bis dato gemacht hat. Wir sind eine industrielle Mitgliedervereinigung und als solcher Partner in diesem Cluster hier haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir hier mit der Industrie zusammenarbeiten wollen an Lösungen, die möglichst schnell zur Verfügung stehen. Und deshalb sind Partner aus der Industrie wie Comarch für uns extrem wichtig. Im ERP-Lab veranschaulichen und testen wir anhand der Produktionslinie eines Miniaturautos diesen Prozess. Dreh- und Angelpunkt für eine Optimierung der Fertigung in Industrie 4.0 ist die automatische Erfassung von Daten. Den Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen stehen dadurch jederzeit Echtzeitinformationen zum aktuellen Status eines Produktionsauftrags zur Verfügung. So kann der Vertrieb den Status eines Kundenauftrags überprüfen und selbst der Endkunde könnte über den Comarch Webshop oder ein Collaboration Cockpit den Status seines Auftrags einsehen. Dem Direct-to-Customer-Vertrieb steht somit nichts im Weg. Inspiriert vom Einsatz im Einzelhandel werden Comarch IoT Beacons für die Umsetzung eines Track-and-Trace-Systems einer automobilen Supply Chain eingesetzt. Es ermöglicht die lückenlose Nachverfolgung von Bauteilen, Ladungsträgern und Betriebsmitteln. Über die kleinen Bluetooth-Sender, Beacons, lassen sich Material und Materialträger in der Produktion einfach und kostengünstig nachverfolgen, was vor allem für den Mittelstand interessant ist. Die Ergebnisse des Projekts sind nicht nur für Automobilhersteller, sondern für eine Vielzahl von produzierenden Anwendern relevant. Im Center Connected Industry und im Center Enterprise Resource Planning gehen wir an den Rande dessen, was vernetzte Systeme heutzutage schon in der Industrie leisten können. Dieser nächste Schritt soll zeigen, was auch noch weiter an Optimierung und Verbesserung möglich ist. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, Comarch als Partner mit bei uns an Bord zu wissen, um das Internet of Production hier in Aachen auch sehr praktisch umsetzen zu können. Ziel dieser beiden Projekte ist es, hier wirklich Lösungen für das Internet of Production zu schaffen, die für den Mittelstand tragfähig sind, zukunftssicher und auch finanzierbar. Da die Demonstrationsfabrik Aachen Besucher ermöglicht, konnten sich bereits mehrere Comarch-Kunden mit eigenen Augen davon überzeugen und freuen, dass an praxisrelevanten Fragestellungen geforscht wird, welche dann auch in den Standard von Comarch ERP übernommen werden sollen. Erleben Sie die Zukunft der Produktion. Live und in Farbe.